Lineallifte sind ein technisches Hilfsmittel, um Rollstuhlfahrern und anderen mobilitätseingeschränkten Personen den Zugang in ein Kraftfahrzeug zu ermöglichen. Dabei empfiehlt sich die Unterstützung durch eine zweite Person. Der Einsatz von Lineallift hängt davon ab, welche Haltestellen angefahren bzw. welche Personen befördert werden. Öffnen Sie die Türen des Fahrzeugs so weit, dass Sie sich ungehindert bewegen können. Achten Sie dabei auf den Verkehr und sichern Sie die Türen gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen. Der Lineallift wird über eine kabelgebundene Fernbedienung abgelassen. Stellen Sie sich seitlich zur Plattform auf. Achten Sie darauf, dass Sie sich keinesfalls zwischen Tür und Plattform befinden. Bei herabgelassenem Lift sollten hinter der Plattform noch etwa 2 Meter Platz zur Verfügung stehen, damit Sie den Rollstuhl bequem auf die Plattform schieben können. Unmittelbar nach dem Aufsetzen auf den Boden klappt bei diesem Lineallift die Abrollsicherung nach unten. Schieben Sie den Rollstuhl mittig mit Blickrichtung in das Fahrzeuginnere auf die Plattform. Überzeugen Sie sich, dass beide Rollstuhlbremsen angelegt sind. Kündigen Sie das Anheben der Plattform an. Fahren Sie den Lift nach oben. Legen Sie dabei eine Hand an den Rollstuhlgriff, um etwaige Bewegungen des Rollstuhls zu spüren. Bitten Sie außerdem die Rollstuhlfahrerin, sich an einem der Sicherungsbügel festzuhalten. Aus Gründen der Sicherheit fahren Sie nicht mit dem Lineallift nach oben. Ist der Lift in seiner Endposition, wird der Rollstuhl von der zweiten Person im Wagen entgegengenommen. Damit die Rollstuhlfahrerin aus dem Fahrzeug aussteigen kann, ist zunächst die Plattform bis auf die Höhe des Fahrzeugbodens abzusenken. Zum Ausstieg löst die Person im Fahrzeug die Gurte am Rollstuhl. Damit das Befestigungsmaterial nicht durch das Überfahren mit dem Rollstuhl beschädigt wird, sollte es keinesfalls in den Bodenschienen verbleiben. Außerdem besteht so keine Stolpergefahr. Das Befestigungsmaterial ist, wie hier zu sehen, in einer dafür vorgesehenen Aufbewahrungsbox zu verstauen. Dann wird der Rollstuhl rückwärts mittig auf die Plattform geschoben. Stellen Sie sich an die Plattform und nehmen dort den Rollstuhl entgegen. Vergewissern Sie sich, dass beide Rollstuhlbremsen angelegt sind. Bitten Sie die Rollstuhlfahrerin, sich an einem der Sicherungsbügel festzuhalten. Legen Sie eine Hand an den Rollstuhlgriff, so bekommen Sie einen Eindruck über dessen Standfestigkeit. Kündigen Sie das Ablassen der Plattform an und senken Sie sie ab. Erst beim Aufsetzen der Plattform auf den Boden löst sich die Abrollsicherung. Nach dem Lösen der Rollstuhlbremsen können Sie den Rollstuhl von der Plattform ziehen. Achten Sie dabei auf den Straßenverkehr. Zum Verstauen des Lineallifts fahren Sie die Plattform ganz nach oben. Dies ist ohnehin nur möglich, wenn die Plattform nicht belastet ist. Hängen Sie danach die Fernbedienung wieder in die dafür vorgesehene Halterung ein. Schließen Sie unter Beachtung des Straßenraums die Hecktüren. Weitere Hinweise zum sicheren Betrieb des Lineallifts finden Sie im Datenteil dieser DVD.